Willkommen zu einem neuen Test-Hobel-Video. Wir haben jetzt hier das Imperial IPA, was so viel heißt wie Indian Pale Ale, glaube ich. Ich knall mir jetzt eine Kanone rein, weil ich habe hier Bordsack und das ist jetzt schon hier der achte Hoden. Das ist jetzt der achte Hoden. Und jetzt knallen wir uns eine Kanone rein. So, das Ganze heißt Bera. Ja. Zelt. Keine Ahnung, wo das herkommt. Das untersuchen wir gleich. Unusuali. Unusual Beer Taylor. Aha, ich kann kein Englisch, deswegen. Egal. Ich bin fast besoffen, deswegen machen wir hier ein Spaß-Test-Hobel-Video. Was heißt Spaß-Test-Hobel-Video? So, hier stehen die Zutaten jedenfalls auf Deutsch. Bier, Zutaten, Wasser, Gerstmalz, Fett, Hopfen, Hopfenextrakt und leider Hefe drin. Produziert, Privatbrauerei Eichbau. Aus Mannheim soll das also kommen, wie man hier nochmal sieht. 7,8 Volumen und da steht bei 16,8 Grad sollen wir das trinken. Das ist jetzt arschkalt. Und wir schauen uns jetzt mal die Rückseite an. Hier steht irgendwas auf Ausländisch. Rapunzos. Kraftollos IPA, also doch Indian Pale Ale. Da stehe ich ja nun wirklich nicht drauf und der Pater auch nicht. Gebraut mit bester Bierhefe, dreifach gehopft und unter Verwendung exklusiver Hopfensorten, die diese Spezialität fruchtige und blumige Aromen verleihen. Interessant. Ey, wir reden hier schon 2,5 Minuten. Yellow, also das da soll hier wahrscheinlich der Hopfen sein. Der ist yellow süß, süß, fruchtig mit Aromen und Aprikosen, Orangen und Brombeere, blumig und fruchtig mit tropischen Zitrusnoten. Aha, interessant. Ja, bitte einhalten, stehen hier auch nochmal 45, keine Ahnung, was das heißt. Ja, genug gelabert von der Dose. Ich glaube nicht, dass ich diese ganzen Zutaten oder Geschmäcker rausschmecke. Wir schauen mal, ob wir eine Verdunstung sehen. Nee, keine Verdunstung zu sehen. Wie rieche ich mal an der Dose? Oh ja, riecht typisch. Indian Pale Ale ist wahrscheinlich ein Craft Beer. Also sowas, das musste Pader schicken, Jörg. Also, das riecht schon, als würde das mir nicht schmecken. So. Deswegen, beim Einschenken sieht das schon sehr orange aus. Ich mache jetzt auch nur ein halbes Glas rein. Weil ich glaube, ich muss die Dose wegschütten. Das wird doch nicht eine ganze Kanone, die ich mir reinpfeife. So, die Farbe, wie man hier sieht oder auch nicht sieht, ist ziemlich, ja, wie soll man sagen, Haselnussfarben, Perligkeit mäßig vorhanden, ist ein nur weicher Schaum, aber ein feinporiger Schaum, aber Kraterbildung ist deutlich zu sehen. Ja, da riecht man jetzt noch mal im Glas. Ja, oh, puh, oh, das kannst du nicht saufen, so riecht das schon. Also, die Kanone wird's nicht, der achte Hoden, sage ich euch jetzt schon. Trotzdem, wir müssen das probieren. Boah, nee, Jörsch. Bitte schick mir sowas in die MPE nicht mehr. Das kannst nicht saufen. Im Antrunk
im Antrunk, ja, leichte Zitrusnote. Hat man geschmeckt, leicht säuerlich. Aber boah, das schmeckt einfach nur ekelhaft. Sorry. Also, ich glaube, du hattest mir ja 3 Dosen von dem Zeug geschickt. Eins war ohne Hefe, also die Hefe schmecke ich da jetzt nicht raus. Das schmeckt einfach nur ekelhaft. Nee, sorry. Das geht leider in Ausguss.